Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Firma Jus GmbH, der Kollisionsspezialist, und wir sind in Zagreb und sind am Laden. Ihr wisst ja, wenn ihr die Videos davor gesehen habt, dass wir eine Akkureparatur bei Vanja gemacht haben in der IV-Klinik in Zagreb. Und ja, da haben wir uns unterhalten über ganz viele Dinge und ihr seht hier ihn schon neben mir sitzen. Also ich bin ja total froh, dass er überhaupt Deutsch kann. Ich bin ja überhaupt ganz schlecht in Englisch. Wenn wir jetzt was nicht wissen, dann übersetzt hinten der Kollege David und wird uns dann ein bisschen da unterstützen. Aber wir kriegen das hin, ne? Ja. Du hast Deutsch in der Schule gehabt, ne? Ja, ich habe gelernt die Schule 10 Jahre. 10 Jahre, okay. Nach dem Intro wollen wir mit einem Mythos aufräumen, und zwar: ist Supercharging schlecht fürs Auto? Nach dem Intro, und seid mal gespannt drauf, was der Vanja zu erzählen hat. Also mir hat's, ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Bis gleich. Ist gleichzeitig Premiere hier, weil wir haben mein Auto repariert und wir laden gerade hier an der Ladesäule. Wir müssen noch ein paar Updates machen. Der Supercharger wird noch nicht angezeigt, aber ansonsten alles hat funktioniert. Charger repariert und Akku repariert. Also an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank, mein Lieber. Hat super geklappt. Ein super Team. Also wenn ihr Probleme mit eurem Akku habt, dann kann ich nur sagen, also ich bin jetzt auch neuer Mitarbeiter hier übrigens. Ne? Genau, also wir wollen heute mit einem Mythos aufräumen. In ganz Deutschland, in jedem Forum, in jeder Gruppe wird immer gesagt, Supercharging ist schlecht für den Akku. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Und ich habe gedacht, ich sage, hä? Wieso nicht richtig? Wir kamen auf dieses Thema zu sprechen, weil mein Akku war feucht. Dazu muss ich euch erzählen, der alte S85 hat Klimaanlage, die ja gleichzeitig die Akkukühlung ist, hat einen Schlauch in dem Frunk vorne drinne. Und dieser Schlauch, wenn das Kondenswasser raustropft, tropft genau auf eine Akkuschraube. Ja. Auf eine Schraube. Das ist nur ein Problem. Das ist nur ein Problem von mehreren, genau. Mein Akku war sehr nass, komplett von innen. Dann haben wir darüber gesprochen und dann sagt er mit mal so von wegen, würdest du öfter Supercharging betreiben, würde der Akku warm werden und durch die Wärme würde wiederum diese Feuchtigkeit verdunsten. Dann sag ich, haha, ich weiß es ja durch die deutschen Medien, aber zu viel Supercharger ist ja schlecht für die Zellen. Es ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Und nun bin ich mal gespannt, warum ist das nicht richtig? Was ich habe gelesen aus meine Batteriedata, das für Batterie ist besser für konstant Supercharging. Okay, du hast, wie liest du die Batterie aus? Scan My Tesla oder machst du andere, hast du eigene Software? Ich habe eigene Software und Hardware. Okay, und da hast du daraus ersehen, dass Supercharging nicht den Zellen schadet? Nein. Du hast auch gesehen, ich habe ein Auto gesehen mit 600.000 Kilometer, nur Supercharging und keine Wasserprobleme im Batteriepack. Okay. Nicht nur ein. Ich habe etwas 10 Autos mich hoch Kilometer und keine Wasserprobleme in der Batterie. Okay. Aber und die Zellen waren alle noch in Ordnung? In Ordnung. Keine Probleme mit den Zellen. Keine Korrosie. Keine Kabelbaumproblem, keine Platineproblem. Wahnsinn. Ja. Das ist ja im Grunde entgegen all das, was wir bisher gehört haben und alle Leute immer erzählen. Weil wenn die auslesen, Scan My Tesla oder welche Software auch immer, dann gucken die, 22 kW geladen, 11 kW geladen, so und so viel Supercharging. Damals haben wir schon mal ein Auto ausgelesen, Ove und ich, der hatte auch sehr viel Supercharging. Aber der hat auch heute schon über 330.000 Kilometer runter und hat auch keine Probleme. Ja, das ist richtig. Woher kommt denn dieser Mythos, dass man nicht so viel Supercharging laden soll? Ich weiß nicht, Medien. Nee, krass. Aber irgendwann unkompetenten Medien für E-Mobility-Themen. Ja. Ja, das ist wirklich interessant. Also ich hätte das nicht gedacht. Gibt es noch mehr so eine Mythen, die vielleicht gar nicht stimmen? Weißt du noch was? Was in die Richtung, was vielleicht gar nicht, was immer erzählt wird und nicht stimmt? Da ist ein Problem mit der Supercharging, AC Condition System must be in
in Ordnung. Die Klimatisierung Klimaanlage muss in Ordnung sein. Klimasystem. Ja, das ist richtig, das weiß ich. Weil die Klimaanlage, das sage ich euch auch immer wieder, die muss in Ordnung sein, weil die kühlt nicht nur den Innenraum, sondern die ist auch für die Kühlung. Ihr seid jetzt, sag ich mal, auf der Autobahn bei 25 Grad gefahren, draußen ist es schön warm. Ihr fahrt an Supercharger, dann überhitzt die Batterie, weil die Klimaanlage für den Innenraum ist gleichzeitig zuständig für die Klimatisierung und die Kühlung des Akkus. Ne? Ja. Wie ist es denn, wenn einer immer kalt Supercharging macht? Also, habe ich auch mal gehört, der hat neben dem Supercharger gewohnt, ist immer rangefahren morgens, eiskalt, und hat immer kalt geladen und der Akku hat nach 100.000 Kilometer kaputt. Man soll, habe ich gehört, immer Auto soll einigermaßen vorgewärmt sein. Batterie heißt es kalte Zellen, ja, und kalte Ladung. Das ist das größte Problem. Ja, okay. Aber Tesla System ist das beste System. Okay. Hat Ladung. How to say? It has limiting system for the charging speed if it's too cold. Es wird dann eine Limitierung der Ladegeschwindigkeit geben, wenn es zu kalt ist. Ja. Dann wird er nur langsamer beim Laden. Ja. Okay. Und wenn man jetzt sagt, deswegen wird der Akku ja auch in der Regel immer vorgewärmt. Ne? Wenn man angibt, wir fahren zum Supercharger XY, oder man hat die Strecke eingegeben und man wird an die Supercharger geleitet, sieht man ja, er wärmt vor den ja, Akku. Ja, ja, ja. Das ist ja schon dafür. Also kaltes Supercharging ist schlecht, trotzdem ist das System gut, weil das Auto reduziert die Ladegeschwindigkeit von sich aus schon. Ja. Du hast mir auch noch erzählt, da gehen wir nachher nochmal in einem anderen Video drauf ein, dass egal welche Fahrzeuge auf dem Markt sind, Tesla mit der Zellenkonstruktion, der zylindrischen Zellen, eigentlich das beste Prinzip von allen hat. Ne? Ja. Du hast also Fahrzeuge gehabt, hat er mir auch erzählt, da waren Platinen kaputt, da waren Kabel nicht in Ordnung, aber das Auto hatte 600.000 Kilometer auch runter, die Zellen waren alle tipptopp. Ne? Ja, ja. Ja. Nur Softwareproblem und ein Kabelbaumproblem. Ja. Und das ist für mich eigentlich so unfassbar. Also ist ja komplett anders, als wir von allen immer hören. Also was sagst du dazu? Das würde mich mal interessieren. Hast du das schon mal gehört? Schreib mir doch mal deine Meinung in die Kommentare. Dann gibt es ja noch diese Probleme. Also sagen ja viele Leute, du musst deinen Akku kalibrieren. Auf null runterfahren und dann voll 100% laden. Alle paar Monate mal. Ja, du brauchst das nicht. Nee. Das ist nur Software-Kalibrierung, aber für Zellenbalancierung, du brauchst von 50 zu 95% zu Zellenkalibrierung. Die Zellen kalibrieren sich in der Range von 50 bis 95? Ja. Okay. Es funktioniert nicht below 50%. Ja. Und was ist jetzt mit... Jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich gerade fragen? das muss ich kurz überlegen. Die beste, höchste Wert zum Laden ist aber 80%. Ne? Wenn man sagt, jeden Tag lädt man Auto bei der Firma 80, man sollte nicht 85-90% laden. Ne? Tesla Zellen hat Buffer. Ja. Voltage. Ja. Ich lade mein Auto bis 95%, keine Problem. Vor zwei Jahren und keine Problem mit der Batterie. 95%. Und es ist vielleicht unterschiedlich, P100, 100, 75. Ja, sind da Unterschiede oder ist das gleich? Alle. Also du sagst, 95% laden ist kein Thema. Keine Thema. Auch beim S85 nicht. Bigger problem. Ein größeres Problem? Ja, ein größeres Problem ist Ladung aus 0%. Das ist... Okay. Ja. Und du hast mir auch noch erzählt in der Zeit, auch super interessant, man sollte das Auto nicht unter 20% fallen lassen. Ja, 15. 15. 10 bis 15. Also
wer sein Auto immer bis runterfährt, das soll nicht gut sein. Und warum? Was ist die Begründung dafür? Zellenresistanz. Okay. Ist zu hoch. Okay. Also im Grunde genommen räumen wir ja heute mit seiner Aussage diverse Mythen aus. 95%, es wird immer gesagt, man lädt gerade bis 80%. Er sagt, unter 20% ist nicht gut. Lieber eben höher stehen lassen oder einigermaßen so timen, dass man nicht unter 15% kommt. Das ist ja super interessant, weil das ist komplett anders, als wir das immer hören. Also ich bin gespannt, was unsere Community dazu sagt. Und ich habe ja noch nie ein, das ist ja bei ihm, jeder weiß, was er zu tun hat, die arbeiten, ein total eingespieltes Team, die reden nicht viel, da weiß eine Hand, was die andere tut. Und super interessant, also wirklich, ich verlinke euch die Videos natürlich hier irgendwo, da oder da, ihr wisst ja, ich weiß immer nicht wo, irgendwo verlinke ich sie euch. Ja, ich glaube, wir haben hier schon wirklich eine große Geschichte. Ich bin so gespannt, was die Community dazu sagt, dass der Fachmann jetzt sagt, der die schon weit über 60 Autos, die Akkus repariert hat und diese Erfahrung mit sich bringt, schon ganz viele Zellen sich angeguckt hat, so mit diesem Mythos aufräumt. Bin völlig baff. Vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut und sagt mal ehrlich, sein Deutsch ist doch super, oder? Wir können kein Kroatisch oder so. Also ich bin total begeistert. Vielen Dank für den tollen Service bei dir. Hat mir super gut gefallen. Ihr seid echt eine super Truppe, super, also alle echt super nett und man fühlt sich richtig gut. Vielen Dank. Bitte. Ja, und ihr kennt das Spiel schon. Na, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich über ein Abo freuen. Wenn die Glocke auch noch aktivierst, dann wirst du informiert, wenn ich das nächste Video hochlade. Ich würde mich freuen über ein Like, über einen Kommentar. Was sagst du zu diesen neuen Erkenntnissen, die wir heute hier euch mitgeteilt haben? Da würde ich mich drüber freuen, wenn du das da unterschreibst. Ich bin völlig platt. Ich freue mich auf das nächste Mal mit euch. Habt eine gute Zeit, bleibt gesund. Seht zu. Tschüssi. Tschüss. 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 Nee.